wird zunächst einmal zum Mond des Folgeplaneten, wie wir wissen von der Planetenkettenlehre, und löst sich dann irgendwann auf, wie auch unser Mond irgendwann in dünnem Äther verschwinden wird, spätestens dann oder überlappend, wenn wir hier auf Erden, wenn diese Erde der Mond eines neuen Planeten ist, auf dem wir dann leben und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? So funktioniert die Maschine, meine Lieben. Und deshalb ist ein mechanischer Evolutionsprozess und eine mechanische Evolution erklärt überhaupt nichts. Und egal wie weit entwickelt angeblich die Wissenschaft hier ist, sie kratzen nur an der Oberfläche. Ja? Deshalb sind auch die Größen. Ich meine, ein Huxley zum Beispiel, auch ein Einstein, naja, oder andere Wissenschaftler sagen, also je mehr wir uns damit befassen, umso weniger verstehen wir. Ja, weil sie eben nur die eine Seite haben und sich damit befassen. Die wühlen da immer ständig rum in der Materie. Die sollten mal die treibende Kraft sehen. Die wiederum kann man nur verstehen, wenn man sich mit der Lehre befasst. Ja? Und da sieht man, wie aus kleinen Dingen große werden. Wie sollen das erklärlich sein, die wissenschaftliche Erklärung? Gar nichts. Das sind nur Beobachtungen, die haben. Toter ist ein Samen, den tue ich rein, der wächst. Ja, warum wächst er denn? Naja, der wird gefüttert dadurch die Erde. Wie kann denn der zu einem Riesenbaum werden? Ja? Was ist denn da die treibende Kraft? Und das ist die Monade, die sich da manifestiert auf ihrem Weg zum Archetypen bzw. zum Gottmenschen. Und so kann man auch den ganzen Körper, den eigenen Körper sehen und so weiter und so weiter. Das ist ein Kunstwerk. Und meine Lieben, der Mensch selber, die Monade, durch eigenes Handeln ist der Künstler, aber unterstützt. Da kommen wir bald dazu. Ja? Wer das ist, wer diese Künstler sind, die uns helfen, entsprechend unseres Verlangens- und Wunschzustandes diese Formen überhaupt zu bekommen. Das sind dann Wesen aus einer astralen Ebene, ätherisch-astralen Ebene, die uns ätherisch-astral erstmal die Hülle geben, entsprechend dieser sich dann der physische Körper entwickelt. Zum Beispiel durch Vater und Mutter im befruchteten Schoß. Und das kann man sagen, das ist dann ein Kunstwerk. Und große Künstler sind mit diesen Ebenen verbunden. Und da ist dann auch eine Schöpfung. Meine Lieben, ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, wie man ohne diese Lehre irgendeinen wirklichen Entschluss fassen kann, sich zu verändern oder geistiger zu werden oder so. Es sei denn natürlich, Menschen sind zufrieden mit dem Glauben, den sie haben und zweifeln auch nicht daran, dann ist das natürlich wunderbar, dann sollen die das so machen. Aber ich meine, erst wenn wir überhaupt etwas von der Monade als solche wissen, da kann man gar nicht genug darüber reden, dann empfiehlt es sich zu sagen, ich bin die Monade, die einen physischen Körper hat. Wenn das jemand tut, kann es sein, dass es sofort eine Selbstentzweigung des Willens gibt. Da kann sich sofort der Hüter melden und sagt, nein, das kannst du nicht machen. Du bist doch der Körper, du hast dich mir doch hingegeben, du hast doch das alles gebildet, jetzt bin ich da, jetzt willst du mich loswerden. Auf diese Einflüsterung darf man nicht hören, meine Lieben. Wie diszipliniert man den Körper? Mit Geduld, wie einen Hund, den man liebevoll diszipliniert. Jede andere Maßnahme führt zur Perversion und zum Leiden. Was die Mönche so manchmal machen, sich selber peitschen und so diese Sachen. Und sich selber, also man sagt, Paul wollte sich mit einem Stein kastrieren oder hat sich mit einem Stein kastriert, um die Lust loszuwerden. Das alles funktioniert nicht. Transmutation und Transformation durch die Lehre, das ist das Geheimnis. So nehmen wir Kundalini und entwickeln es nach oben. Und das machen wir, indem wir uns mit der Urwissenschaft, Buch des Lichts, befassen und uns immer weiter auf die Einheit zubewegen.
Und natürlich können das die Religionen auch für denjenigen, der noch strukturiert ist, zu glauben, anstatt zu wissen. Jedem das Seine, meine Lieben, das ist klar. Sehen wir es doch mal ganz klar. In jedem Menschen ist ein Sehnen, eine Sehnsucht, die auch entsteht aus dem Unbefriedigtsein, egal wie viel man hat, mit der vergänglichen Welt. Da kommt natürlich erst die Frage, da muss doch mehr sein. Diese Frage basierend sucht der Mensch in den Wissenschaften, in den Religionen, in der Politik, im Atheismus, egal wo. Er sucht, da muss doch noch was sein. Dafür ist das Buch des Lichts da und der Weg zu Gott. Wenn wir in Harmonie mit dem Vergänglichen, darum geht's, meine Lieben, der Mensch lebt nicht in Harmonie mit dem Vergänglichen. Er akzeptiert nicht, dass etwas, das entsteht, auch vergehen muss. Der wehrt sich wie ein kleines Kind dagegen. Und je mehr er anhaftet, umso größer ist das Wehgeschrei und das Leiden der Angehörigen am Totenbett dann, obwohl sie doch einen ganz natürlichen Vorgang beiwohnen, Zeuge sind. Darum haben ja die Inder früher auch weiß getragen, die Lehre hatten. Eine Party haben die gefeiert. Guck mal, endlich ist er früher haben die Heiligen ja den Körper als Aas gesehen, also schlimm wollen wir es nicht sagen, aber endlich ist er dieses kranke Ding los und kann jetzt auf höheren Ebenen ruhen, rasten und wiederkehren. Und wie pervers das Ganze sich verdreht, das sieht man heute bei jeder Beerdigung. Und natürlich sind da Tote und Überlebende oder Weiterlebende gemeinsam im Irrtum befallen, weil sie sich mit der vergänglichen Hülle identifizieren. Und jetzt bin ich weg, wenn ich die nicht mehr habe. Selbstverständlich denkt dann der Christ, ja, er kommt in einen Himmel. Naja, er kommt auf himmlischen Ebenen, aber nicht so, wie er sich das denkt. Und die meisten glauben daran, und wenn der Tod kommt, verfliegt aller Glaube. Ich habe es erlebt. Die Frau in Los Angeles, die ist gestorben. Da war ich im Sterbehaus, die war dann später, die ganz arm und alles. Und da hat sie gesagt, ich habe solche Angst. Ja, aber why are you afraid? Warum? Du bist doch Christin. Du hast doch die großen Sammlungen durchgeführt. Hast da von Leuten Geld gesammelt für die Kirchen, alles. Du kommst doch in den Himmel. Da sagt die zu mir, but what if it's not true? Tja, meine Lieben. Wenn das jahrhundertelange Lesen der Bibel, oder nee, also das jahrelang, jahrzehntelange Lesen der Bibel dann zu so etwas führt, hätte man die Zeit sparen können. Ja? Das greift nicht richtig. Diese Frau wollte wissen. Darum hat sie gesagt, how do I know? Ich habe sie gefragt. Ich sagte, you are a believer. You are a believer. Yes, sagt sie. But how do I know? Seht ihr die Notwendigkeit einer Lehre, wo man mit Glauben nicht mehr zufrieden ist, sondern wo man dann weiß. Die Elohim schöpfen in der Tat, sie schaffen die Form. Sie haben uns ja, wir wissen das ja vom Buch des Lichts, dass zu einer gewissen Zeit wir, wenn wir uns jetzt als Form nehmen, den Mentalkörper bekommen haben, nicht wahr? Einige früher, die anderen später, da kommt dann wieder Karma rein. Da könnte man gleich sagen, wer sind wir wirklich? Sind wir die, die diesen Körper versorgt haben, Leben für Leben, die gehorcht haben, die sich ganz geopfert haben? Oder sind wir die, die gewartet haben? Ja, dann zahlen wir so oder so den Preis. Ja? Und meine Lieben, wir sind alle Sonnen im Werden. Die Sonne war einst auch eine Struktur, eine menschliche Struktur, kann man sagen. Ja? Und hat dann sich entsprechend Karma und so weiter dazu entschlossen, oder muss man ganz vorsichtig sein, dann eben eine Sonne zu werden oder ein Planet oder ein Komet. Wir wissen ja, dass diese Entstehungszustände vom Kometen bis zum Planeten, das kennen wir alles, kommen wir aber noch im Detail drauf. Denn wir sind ja auf dem Weg zu Gott, und auf dem Weg zu Gott hilft es, wenn wir die wahre Funktion und Struktur der vergänglichen Formen erkennen und dann
uns effektiver davon lösen können in der Meditation und wieder in sie zurückkehren können, aber mit dem rechten Verhalten und nicht da so besinnungslos, verlangend uns reinstürzen in die Sache. Wenn man also dann die Natur wirklich betrachtet in ihrem Entstehen und Vergehen, dann ist man natürlich von Ehrfurcht ergriffen. Das ist was ganz Großartiges. Mit all ihren Höhen und Tiefen. Ja? Das ist also alles lebt. Der Tisch lebt, der Stuhl lebt, das Mikrofon lebt, die Pflanze. Alles drängt von innen nach außen, sozusagen die Bäume. Man sieht die Natur ganz anders. Aber der Mensch stumpft ja ab, der ist geboren, wird geboren in dieses Sonnensystem hinein. Und am Anfang ist das noch ganz interessant und dann ist die halt da, die Sonne und der Mond und die Erde. Das ist halt so. Man stumpft dann so ab, dass man sich eigentlich nur noch ums Überleben kümmert. Und das Buch des Lebens weckt uns da auf und sagt, du pass mal auf, was da passiert. Das lebt alles, das ist sich deiner bewusst. Ja? Und dann hoffentlich hört dann das Abgestumpfte etwas auf, mit dem wir hier die Wunder der Natur, mit der wir umgeben sind. Und weil die Menschen das nicht wissen, die meisten missbrauchen sie ja auch die Natur. Und die Erde und die Rohstoffe und alles Mögliche. Und natürlich die Menschen auch. Ja? Und darum ermöglicht uns das Buch des Lichts, die Natur wissenschaftlich zu studieren, meine Lieben. Und wenn wir das tun, in die andere Hälfte mit hinzufügen, dann können wir überhaupt erst, ja kann man sagen, ehrfurchtsvoll auf das Ganze schauen. Ja? Denn da sehen wir immer nur Archetypen auf dem Weg zum Gottmenschen. Und dann kann man beides verbinden. Das Wissen und das Metawissen sozusagen, ja. Also, das Wissen über die uns im Augenblick noch unzugänglichen Ebenen, abstrakt, astral, ätherisch und so weiter. Und da müssen sich irgendwann einmal, meine Lieben, Biologen, Astronomen und so weiter, Physiker, Chemiker, die bekommen dann einen ganz anderen Blick. Dann weiß der Chemiker plötzlich, wir haben ja schon einmal darüber gesprochen, er sagt dann, oh je, früher wurde der Chemiker das Experiment. Heute ist Chemiker da und Experiment sind getrennt. Früher war ich Alchemist, vielleicht im vergangenen Leben, und heute bin ich nur Chemist. Warum? Na, weil ich die andere Seite der Lehre nicht mehr habe. Ich gucke da nur etwas an und sage, oh, da sind ein paar chemische Verbindungen, aha, so, ja, ja. Nein, das sind lebendige Sachen, die auf dem Weg zum Gottmenschen sind. Und wenn ich mich monadisch damit vereinen kann, muss ich natürlich selber auch als Alchemist eine gewisse Heiligkeit haben, eine gewisse Losgelöstheit haben, ein wirklicher Meister sein. Tja, das ist dann eben das Problem der ganzen Sache. Also wenn wir eine Form sehen, vom kleinsten Wurm bis hoch zur höchsten Sonne, dann sehen wir das plötzlich ganz anders. Wir sehen da Götter im Werden. Götter im Werden. Und da wird man wahrscheinlich auch nahrungsmäßig immer ehrfürchtiger oder immer vorsichtiger. Oh je, ich esse ein Tier, ja, das wird geschlachtet. Schon mal einen Schlachthof gesehen? So, und da werden wir immer sensibler. Darum auch jetzt die immer mehr aufkommende Bewegung, veganisch und vegetarisch. Denn wir wollen bewusst oder unbewusst unsere physische Struktur der Struktur der Monade angleichen. Und dann können wir auch wirklich lieben, in dem Sinne die Natur, ja? Aber nicht aus einer Art Liebe, die egoistisch sind. Oh, schau mal da, die schöne Sache. Oh je, da machen wir mal Urlaub und so. Sondern, indem wir in allem sehen, wir sind alle eins mit diesen Dingen. Ja?